Herr Schlafmütze. Die Wiege ist genauso wie die auf dem Bild. Jetzt kann ich mein Baby in den Schlaf wiegen und ihm vorsingen. Aber jetzt musst du mein Baby für mich finden. Ich werde dir das Geheimnis nicht verraten, wenn du mir nicht das Baby bringst. Bring mir meinen kleinen... Okay, keine Sorge, Rose. Das werde ich tun. Hallo, Rose. Hallo, Herr Schlafmütze. Jetzt kann ich mein Baby in den Schlaf wiegen und ihm vorsingen. Aber jetzt musst du mein Baby... Bring mir mein... Okay. Ich bin nicht stolz auf das, was ich jetzt tun werde, aber ich muss herausfinden, was dieses Geheimnis ist, was Rose vor mir hütet. Und wenn sie ihr Baby will, werde ich ihr ihr Baby zurückgeben. Ich hab dir dein Baby gebracht, Rose. Hast du mein Baby mitgebracht? Hast du ihn mitgebracht? Vielen Dank, Herr Schlafmütze. Du hast dein Wort gehalten. Du hast mir mein Baby gebracht. Jetzt musst du mir das Geheimnis verraten. Du hast es versprochen. Ich habe dir gegeben, was du gesucht hast. Ja, unser Geheimnis. Ich habe etwas, was dir gehört, Herr Schlafmütze. Der Schlüssel zur Schatztruhe deiner Träume. Und jetzt gehört er wieder dir. Aber das ist ja ein echter Schlüssel. Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in deiner Jacke gefunden, als Rod und seine Frau mir deine Kleidung gegeben haben. Als ich heimgekommen bin, fiel der Schlüssel auf den Boden und hat geklimpert. Ich hatte gerade gesehen, wie du in ihrem Wohnwagen wie ein Stein geschlafen hast. Und da habe ich verstanden, dass es der Schlüssel zu der Schatztruhe war, in der du deine Träume aufbewahrst. Weil du gerne träumst, das tust du doch. Natürlich tust du das, deswegen heißt du ja auch Herr Schlafmütze. Der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet? Danke für deine Hilfe, Rose. Pass gut auf deinen Sohn auf. Ich sollte jetzt gehen. Nein, bitte, geh nicht. Lass mich nicht hier. Jetzt, wo ich mein Baby gefunden habe, muss ich weit weg von hier gehen. Ich muss aus dem verfluchten Schloss entkommen. Wenn du gehst, werden mehr Männer kommen und mir wehtun. Und dann werden sie mich wieder im Dunkeln einschließen. Und ich ertrage die Dunkelheit nicht. Im Dunkeln kommen die Soldaten zurück und nehmen mich mit. Und jetzt werden sie auch meinem Baby wehtun. Der Jäger hat sich klar ausgedrückt. Ich soll mich nicht in seine Angelegenheiten einmischen. Oder ich werde teuer dafür bezahlen. Es tut mir leid, Rose. Ich kann dir nicht helfen. Herr Schlafmütze, ich ertrage es nicht mehr. Lass nicht zu, dass sie mich wieder anfassen. Bitte hilf mir! Du musst mich hier rausholen, wie der Ritter in den Geschichten. Du bist mein Ritter und ich bin deine Prinzessin. Ich ertrag das nicht. Täter und Opfer. Mehr hat die neue Welt nicht zu bieten. Und ich? Wer war ich vor der großen Welle? Verdammt. Ich kann das arme Mädchen nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Ich muss etwas tun, um sie zu retten. Auch wenn ich noch nicht weiß, was. Ich werde dir helfen, Rose. Ich helfe dir, hier herauszukommen. Danke, Herr Schlafmütze. Versprichst du es? Wirst du mein Ritter in strahlender Rüstung sein? Ja. Es ist etwas, das dir vor der großen Welle gehört hat, hat Rose gesagt. Der Schlüssel, der die Schatztruhe deiner Träume öffnet. Mal sehen, ob mein Gefühl stimmt. Ja, der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet, ist in Wirklichkeit ein Schlüssel, der Michael Argent gehört, einem Fotografen. Der Schlüssel,
zu meiner eigenen Wohnung. Die Außenseite dieses Schranks ist mit Fotos bedeckt, die aus Magazinen und Zeitungen ausgeschnitten wurden. In dieser winzigen Wohnung wirkt er riesig. Unmöglich. Das bin ich. Dieses Foto. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dieses Foto. Bitte, Michael, hilf uns. Nur du schaffst es. Und diese Frau ist... Das ist Emily. Sie ist meine Frau. Jetzt erinnere ich mich an sie. Die Stimme, die ganze Zeit schon mit mir gesprochen hat. Emily. Ich liebe dich, Michael. Und hiermit erkläre ich euch... Verlass mich nie. Das werde ich nicht. Ich muss dir etwas sagen, Michael. Bist du wirklich... Ja! Die Dinge laufen gerade nicht so gut, das weißt du. Das geht schon vorbei. Du wirst sehen. Es ist alles deine Schuld. Du musst damit aufhören, Michael. Es zerstört uns beide. Ich habe Angst vor dir. Sei still. Sei still. Das wird schon wieder. Erinnerst du dich an den Urlaub am Strand, als wir uns kennengelernt haben? Alles wird wieder so sein, wie es war. Versprich es mir. Ich verspreche es. Emily, was hat das alles zu bedeuten? Wo bist du? Wie kann ich dich finden? Was sollen diese Botschaften von dir ständig in meinem Kopf? Ich habe den Verstand verloren. Ich habe den Verstand verloren. Das ist die einzige logische Erklärung. Oh, Emily, meine arme Emily. Verdammt, wo bist du? Wie kann ich dich finden? Bei dieser traurigen Musik stellen sich mir die Nackenhaare auf. Emilys traurige Stimme scheint in jeder Note mitzuschwingen. Verdammt! Wo bist du? Wie kann ich dich finden? So leer und aufgebraucht wie der Inhalt meines Gedächtnisses. Ich sehe verschiedenste Alkoholflaschen im Raum verteilt. Das erklärt den Geruch, den ich so unerträglich finde. Wozu? Diese Titel sagen mir alle nichts. Es ist wie in einen Spiegel zu schauen und sein eigenes Spiegelbild nicht zu erkennen. Alexander Tribune, das ist der Name dieser Zeitung. Jetzt verstehe ich. In diesem Aktenschrank befinden sich Zeitungen und Zeitschriften, in denen meine Fotos abgedruckt wurden. Sieht aus, als wäre ich als Fotograf sehr von meinen eigenen Werken angetan gewesen. Central Outrider, der Name dieser Publikation steht auf dem Cover. Central Outrider. Baton Heights Post, das ist der Name dieser Zeitung. Bjorn City Paper, der Name dieser Publikation steht auf dem Cover. Cottage Times Register, eine der vielen Zeitungen, die in diesem Aktenschrank gelagert sind. Elk Grove Echo, das ist der Name dieser Zeitung. Dauphin News, der Name dieser Publikation steht auf dem Cover. Disney Banker, eine der vielen Zeitungen, die in diesem Aktenschrank gelagert sind. Wer auch immer dieses Gebäude entworfen hat, hat sich keine große Mühe gegeben, die Konstruktion zu verbergen. Hier sind überall Säulen und Holzbalken. Eine Reihe kleiner Schrauben hält die weiße Leinwand fest, die von diesen Balken herabhängt. Ich muss vorher die Schrauben lösen, sonst zerreißt die Leinwand. Auf die Schrauben einzuschlagen, die die Plane festhalten, wird sie auch nicht lockern.
Das bringt leider nichts. Ich habe von hier aus einen hervorragenden Blick auf das Krankenhausgelände und das Lager. Nur zu schade, dass in der Kamera kein Film ist. Das ist die Nachricht, die ich an der Wohnungstür gefunden habe. Sandy Ridge Sentinel, das ist der Name dieser Zeitung. The New Truth, der Name dieser Publikation steht auf dem Cover. Erstmal werde ich die Zeitung, die ich genommen habe, wieder an ihren Platz zurücklegen. So sehr ich meine alten Fotos mag, habe ich nicht die Absicht, mehr Papier als nötig mit mir herumzutragen. The New Truth, die Zeitung für jene, die aufgewacht sind. Sieht aus wie eine ziemlich professionelle Publikation, obwohl sie fast ohne Budget produziert wurde. Die Adresse des Büros steht unten auf der ersten Seite und der Artikel auf der Frontseite ist von einem Chris Blunstone. Natürlich. Die Buchstaben TNT auf dem Briefkopf von Sarahs und Chris Nachricht stehen für die Zeitung The New Truth. Ich werde die Adresse der Redaktion von der ersten Seite eingeben. Die Karte zeigt ein Gebäude nahe der Hauptstraße der Stadt an. Ob deren Gebäude noch steht? Finden wir es mal raus. Gott, Michael, bist du das? Kein Zweifel, das ist die Person, die ich in meiner Vision gesehen habe. Die Person, die in der Nachricht erwähnt wurde, die ich in meinem Haus gefunden habe. Wie war sein Name? Hallo, Chris. Komm schnell rein. Es ist gefährlich, um die Zeit draußen auf der Straße zu sein. Michael, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Nach all der Zeit, die wir nichts von dir gehört haben, haben Sarah und ich das Schlimmste befürchtet. Aber sag mir, warum bist du nicht früher gekommen? Wo warst du die ganze Zeit? So begeistert, wie er mich begrüßt, scheint's, als wären wir früher mal gute Freunde gewesen, bevor die ganze Welt zusammenbrach. Aber kann ich ihm trauen? Ich weiß es nicht. Habe ich eine andere Wahl?
Es ist eine lange Geschichte, Chris. Sehr lang. Ich bin ganz Ohr, alter Freund. Und während ich ihm alles erzähle, an das ich mich erinnern kann, die wenigen Erinnerungen seit dem Erwachen in Rods Wohnwagen, bemerke ich eine Mischung aus Sanftheit und Mitgefühl in seinem Gesicht, was ich bei niemand anderem gesehen habe, seitdem ich in dieser Hölle aufgewacht bin. Ich bin mir ganz sicher, ich kann diesem Mann vertrauen. Was geschehen ist, tut mir leid, Michael. Sarah und ich haben schon lange versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen. Aber die große Welle hat es unmöglich gemacht, dich zu finden. Jetzt weiß ich, warum. Tatsächlich ist sie vor ein paar Tagen aufgebrochen, um die Nachricht zu deinem Haus zu bringen. Ich habe sie seither nicht mehr gesehen. Sag mir, hast du Sarah gefunden? Hat sie dir gesagt, dass sie herkommt? Sarah? Es tut mir leid, aber ich habe nur diesen Zettel an meiner Tür gefunden. Das ist alles. Natürlich, vergib mir. Du hast mir ja schon gesagt, dass du gelöscht bist. Und du erinnerst dich nicht an sie. Sarah ist meine Frau. Emily und sie waren enge Freundinnen. Tatsächlich haben sie den Beechwood Oracle Buchladen gemeinsam betrieben, direkt unter deiner Wohnung. Darüber hast du angefangen, für uns bei The New Truth zu arbeiten. Und ihr zwei, Emily und du, wurdet wie Familie für uns. Ich will, dass du weißt, dass es uns tief getroffen hat, was mit Emily passiert ist. Sarah war am Boden zerstört. Wir konnten es zu dem Zeitpunkt kaum über uns bringen, mit dir zu reden. Es tut mir so leid, was mit ihr passiert ist. Sag mal, wovon redest du da? Mein Gott, sag mir nicht, dass du dich nicht einmal an sie erinnerst. Emily ist gestorben, Michael. Aber das ist unmöglich. Es tut mir leid, dass ich derjenige bin, der dich diese Hölle erneut durchleben lässt. Du selbst hast es Sarah und mir am Telefon erzählt, kurz vor deiner Rückkehr. Es passierte, als ihr beide in Japan wart, nur ein paar Tage bevor uns die große Welle getroffen hat. Wir hatten bei dir einen Fotobeitrag zu diesen seltsamen Lichtern in Auftrag gegeben, die am Himmel über Tokio zu sehen waren. Also hast du deine Fotoausrüstung eingepackt und bist direkt hingereist. Emily hat dich begleitet. Ihr beiden wolltet die Reise nutzen, um an eurer Ehe zu arbeiten. Ihr hattet schon länger große Eheprobleme. Dir ging es furchtbar, Michael. Deine finanziellen Probleme, ihre Fehlgeburten, deine gewalttätige und selbstzerstörerische Persönlichkeit. Emily konnte es nicht mehr ertragen. Du hast ihr damals einfach zu viel zugemutet. Die Dinge laufen gerade nicht so gut, das weißt du. Das geht schon vorbei. Du wirst sehen. Es ist alles deine Schuld. Du musst aufhören, Michael. Es zerstört uns beide. Ich habe Angst vor dir. Ich kann nicht anders. Es ist dieser Dämon. Du weißt, dass ich nicht anders kann. Deinen Erzählungen nach wurden die Dinge besser. Nach all den Jahren habt ihr beide wieder angefangen, glücklich zu sein. Das wird schon wieder. Erinnerst du dich an den Urlaub am Strand, als wir uns kennengelernt haben? Alles wird wieder so, wie es war. Versprich es mir. Ich verspreche es. Bis Emily eines Nachts im Hotel begann, sich krank zu fühlen. Es passierte alles sehr schnell. Sie verlor zwischendurch das Bewusstsein, erbrach sich, hatte Fieber. Du fuhrst sie gleich ins Krankenhaus, wo sie sofort aufgenommen wurde. Emily, was passiert mit dir? Emily, Emily! Und wenige Stunden später sagten sie dir, sie wäre tot. Sie wollten dich nicht einmal ihre Leiche sehen lassen. Sie ließen dich nicht zu ihr. Die japanischen Behörden schickten dich mit dem nächsten Flugzeug nach Hause. Es war alles sehr seltsam und verstörend. Und genau in dieser Nacht traf uns die große Welle. Oh, Emily, jetzt erinnere ich mich. Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich an ihr bleiches, eingefallenes Gesicht, als sie meine Hand nahm. Mach dir keine Sorgen, es ist nichts. Alles wird gut, sagte sie, während sie in die Notaufnahme schoben. Und sie winkte zum Abschied, zwang sich zu einem Lächeln, um ihre Angst zu verbergen. Und dann sah ich es. Ich konnte sehen, wie die Zeit immer langsamer wurde, bis sie anhielt. In ihren Augen. Emily kann nicht tot sein. Sie spricht zu mir. Ich höre ihre Stimme jetzt schon seit einer ganzen Weile. Du glaubst jetzt sicher, dass ich den Verstand verloren habe. Nach dem zu schließen, was wir vor deiner Rückreise mit dir besprechen konnten, scheint dich ihr Tod furchtbar hart getroffen zu haben, Michael. Du hast dich für ihr Leiden in den letzten Jahren extrem schuldig gefühlt. Du hast gesagt,
Du würdest dir niemals vergeben können. Es kann sein, dass der Schmerz deinen Geist verwirrt hat. Aber es ist auch möglich, dass das, was mit dir passiert ist, real ist. Wenn Emily schon vor der großen Welle gestorben ist, wie kann dann das, was mit mir passiert, real sein? Lass mich dir etwas erzählen. Trotz der Katastrophe haben wir hier bei The New Truth nie mit der Arbeit aufgehört. Für Sarah und mich ist die Zeitung unser Leben. Und seit der großen Welle haben uns unsere Kontakte und vertraulichen Quellen immer wieder die seltsamsten und beängstigendsten Informationen geliefert, die du dir nur vorstellen kannst. Tausende. Was sag ich? Ich meine, Millionen ungeklärter Phänomene finden gleichzeitig überall auf der Welt statt, Michael. Wir leben in der seltsamsten und verwirrendsten Zeit unserer Geschichte. Und jede Theorie, so verrückt sie auch sein mag, muss in Betracht gezogen werden. Sogar, was du mir gerade erzählt hast. Es gibt keinen Zweifel, dass derzeit wegen der großen Welle etwas Außergewöhnliches überall auf der Welt stattfindet. Das Auftreten der Zerflossenen und unsere zunehmende Annäherung an den Punkt der Totensynchronizität. Die Zerflossenen, diese schreckliche Krankheit. Ja, diese armen Teufel sind der grausigste und traurigste Aspekt der Katastrophe. Dank unserer geheimen Quellen haben wir herausfinden können, dass, obwohl die Zahl der Opfer durch die große Welle rasend schnell gestiegen ist, einige Fälle der Krankheit schon Stunden, sogar Tage vor der Katastrophe beobachtet wurden. Was? Es gab Fälle von Zerflossenen vor der großen Welle? Ja, Michael. Nur eine Handvoll Opfer hier und da. Doch es gab sie, überall auf der Welt. Es gibt schockierende Berichte über diese Opfer. Ich könnte selbst einen schreiben. Colin, das einzige Kind der Familie, die sich im Flüchtlingslager um mich gekümmert hat, ist ein Zerflossener. Erst vor wenigen Stunden hat er im Fieberwahn meinen Namen gerufen und darauf bestanden, mit mir zu reden. Er hat immer wieder gesagt, dass er eine Nachricht für mich hat. Eine Nachricht von Emily. Mein Gott, Michael. Und was war das für eine Nachricht? Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Gelegenheit, mit ihm zu reden. Aber das werde ich. Sein Zustand ist sehr schlecht und ich muss mich beeilen. Wenn wir nur mehr Informationen über die Krankheit hätten. Was sie ist, wo sie herkommt. Wenn wir nur etwas mehr über diese seltsamen, unterirdischen Straßen wüssten, über die sie in ihrer Trance reden. Wir brauchen mehr Informationen. Bei The New Truth liegen uns nur ein paar Augenzeugenberichte vor und eine Handvoll Testsets zur Diagnose der Krankheit, die wir von einer der Reinigungsbrigaden stehlen konnten. Sehr wenige Teile, um ein so seltsames und kompliziertes Puzzle wie dieses zu vervollständigen. Ja, die große Welle. Die Leute erzählen mir davon, seit ich aufgewacht bin. Alle sprechen darüber, aber in Wirklichkeit weiß niemand, was es ist. Wusstest du, dass die Katastrophe nicht nur hier stattfand, sondern überall auf der Erde? Man hat uns isoliert und uns mit falschen Informationen ruhig gestellt. Die Wahrheit sieht anders aus. Die große Welle hat nicht nur diese Stadt in Schutt und Asche gelegt. Sie hat den ganzen Planeten verwüstet. Und das Verblüffendste daran ist, dass es alles zur selben Zeit passiert ist. Am selben Tag, genau im selben Augenblick, an jedem Punkt der Erde. Ist das nicht unglaublich? Es gab nie einen offiziellen Bericht zur Katastrophe. Man wollte uns über all dies im Dunkeln lassen. Aber bei The New Truth wissen wir eine Menge Dinge, die Sie vor uns verheimlichen wollen. Sie? Wer sind Sie? Die Elite, die Armee, die Schattenregierung, wer auch immer gerade an der Macht sein mag. Sie sind unser größter Feind. Sie versuchen, die Machtstrukturen der alten Welt mit Gewalt am Leben zu erhalten. Dieser Tage ist der verzweifelte Drang, Ordnung und Kontrolle aufrechtzuerhalten, doch einfach absurd. Die Spielregeln haben sich komplett geändert und die Kontrolle über die Welt ist ihnen längst entglitten. Sie sind verwirrt und verängstigt und sie werden alles tun, um das alte System zu erhalten. Das macht sie so gefährlich. Aber Informationen schwächen sie, machen sie verwundbar. Und deswegen müssen wir weiter nachforschen, Michael. Es ist unsere Pflicht, die Wahrheit zu enthüllen. Tote Synchronizität? Was ist das? Das ist sehr kompliziert zu erklären, Michael. Uns fehlen noch viele Informationen, aber lass mich dir eines sagen. Die Zeit läuft uns davon.
Die große Welle hat einen Countdown ausgelöst, der immer schneller voranschreitet. Und das Ende wird absolut vernichtend sein. Sieh dich um, Chris. Die Situation kann unmöglich noch schlimmer werden. Wenn die Theorie über das baldige Erreichen des Punktes der toten Synchronizität wahr ist, dann wird die Zukunft, die uns bevorsteht, alles Bisherige wie einen gemütlichen Spaziergang aussehen lassen, Michael. Die Ankunft des Punktes der toten Synchronizität bedeutet das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Das Ende der Naturgesetze, der physikalischen Konstanten und allen Seins. Und das Ende der menschlichen Spezies. Unsere Unfähigkeit, uns an diese Veränderungen anzupassen, wird uns innerhalb von Minuten vernichten. Dieser Prozess hat bereits begonnen. Aber die gute Nachricht ist, dass wenn diese Theorie korrekt ist, die Struktur dieser Anomalie es uns erlauben könnte, den Prozess umzukehren. Den Prozess umkehren? Also die Zukunft, von der du redest, verhindern? Die Auswirkungen der großen Welle? Ist das möglich? Natürlich ist es das. Wie soll ich dir das nur erklären? Nein, noch nicht. Es wäre zu kompliziert zu erklären und ich will keine falsche Hoffnung schüren. Mehr kann ich dir vorerst nicht erzählen. Wir brauchen zunächst mehr Informationen, mehr Quellen. Und wir brauchen sie dringend. Uns läuft die Zeit davon, in jeder Hinsicht. Ich brauche auch Antworten, Chris. Wo kann ich die Informationen finden, die du brauchst? Wie kann ich dir helfen? Vor ein paar Tagen hat einer unserer Informanten bei der Armee The New Truth kontaktiert. Er sagte, er hätte wahren Sprengstoff aufgetan. Einen offiziellen Bericht, der alle Untersuchungen enthält, die dort bis jetzt zur großen Welle und dem Punkt der toten Synchronizität durchgeführt wurden. Eine wahre Goldmine, Michael. Eine Offenbarung. Und wo ist dieser Bericht jetzt? Am selben Tag, an dem Sarah die Nachricht in deinem Haus hinterlegte, wollte sie unseren Informanten an einem sicheren Ort treffen. Am bislang sichersten Ort in der Stadt, in der Kanalisation. Aber sie ist nicht zurückgekommen, Michael. Sie ist vor ein paar Tagen aufgebrochen, aber ich habe seither nichts von ihr gehört. Ich hatte gehofft, sie hätte dich gefunden, dass es ein Problem in der Kanalisation gab und sie vielleicht in deiner Wohnung Zuflucht gesucht hat. Mach dir keine Sorgen, Chris. Sarah geht es bestimmt gut. Ja, ich weiß. Sarah ist eine starke Frau und sie weiß sich zu helfen. Ich weiß, dass sie alleine zurechtkommt. Wenn du uns allen helfen willst, Michael, dann besorge den Bericht und finde Sarah. Ich bin an diesen Rollstuhl gefesselt. Aber ich hoffe, dass du Sarah und den Bericht finden wirst. Es ist entscheidend, dass wir ihn bekommen. Darin werden wir die Antworten auf all unsere Fragen finden. Sogar Antworten bezüglich der Botschaften von Emily. Such nach Spuren von Sarah oder unserem Informanten. Steig in die Kanalisation hinab und suche nach Hinweisen, die uns zu ihnen führen. Aber sei dort unten sehr vorsichtig. Es ist gefährlich. Gefährlich? Du hast mir gerade gesagt, die Kanalisation wäre der sicherste Ort in der Stadt. Das war sie einmal. Deswegen war sie ein perfektes Versteck für die Zerflossenen und ihre Familien. Die Patrouillen der Armee durchkämmen die Kanalisation nun regelmäßig, um untergetauchte Zerflossene zu finden. Wenn sie dich in einem dieser unterirdischen Tunnel finden, werden sie erst schießen und dann Fragen stellen. Ich komm schon klar. Nimm das hier. Das sollte dir helfen, dich dort zurechtzufinden. Das Kanalisationssystem der Stadt ist ein wahres Labyrinth. Ich habe den Ort markiert, an dem das Treffen stattfinden sollte. Es ist ein großer unterirdischer Abschnitt, in dem mehrere Kanäle aufeinander stoßen. Michael, bitte bring mir diesen Bericht. Und bei allem, was heilig ist, bring mir Sarah gesund und heil zurück. Das werde ich. Verschlossen. Ich fürchte, inzwischen traut Chris niemandem mehr. Und so, wie sich die Dinge nach der großen Welle entwickelt haben, zu Recht. Bedeckt mit hingekritzelten Notizen, offenen Büchern und schmutzigen Kaffeetassen. Ich habe den Eindruck, dass Chris an diesem massigen Schreibtisch lebt, arbeitet, isst und schläft. Dutzende an Dokumenten und Zeitungsausschnitten über Verschwörungen und unerklärliche Vorkommnisse. Wenn ich mir die Themen dieser Materialsammlung so anschaue, kann ich mir ausmalen, was für Inhalte The New Truth wohl so bringt. Ach Gott, ich bin absolut fertig.
Ich fühle mich, als würde ich schon seit Jahrhunderten durch diese neue Welt laufen. Aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Nicht bevor Chris und ich die Geheimnisse in diesem Armeebericht gelüftet haben. Obwohl ich mich nicht klar an sie erinnern kann, erfüllt mich ein angenehmes Gefühl der Ruhe, wenn ich dieses Foto ansehe. Ich bin mir sicher, dass Sarah und ich gute Freunde waren, bevor die Welt zusammenbrach. Ich behalte das mal lieber. Ich glaube, das könnte noch nützlich werden. Chris, du musst meinem Gedächtnis... Ich werde dich nicht...